Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier bei mir auf dem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und worum handelt es sich heute? Ganz klar um einen Mod, beziehungsweise um zwei Mod in einem Mod. Und zwar aus der Schmiede von Booty TV. Dankeschön, dass ich es wieder vorstellen darf. Sehr, sehr lieb von euch. Und zwar handelt es sich heute um den Tiguan aus dem Jahr 2020. Warum zwei Mods in einem Mod, deklariere ich ganz einfach so, denn dieses Fahrzeug handelt oder unterscheidet sich einfach nur zwischen Interactive Control und Simple IC. Ja, also es gibt einmal die Variante, wo der Mod nur mit Interactive Control gesteuert wird und einmal die Variante, wo der Mod nur mit Simple IC gesteuert wird. Ja, Info dazu sei aber auch gesagt, in Zukunft oder in naher Zukunft wird es so sein, dass alle Fahrzeuge, die aus der Schmiede von Booty TV kommen, mit Interactive Control ausgestattet werden. Ja, das bedeutet, Interactive Control löst jetzt nach und nach das Simple IC ab in den Mods von Booty TV. So. Das erstmal dazu, was ist alles neu an dem Fahrzeug oder was ist generell an dem Fahrzeug? Ihr wisst, wenn ich immer so ein bisschen nach rechts gucke, habe ich klar meinen kleinen Souffleur sitzen, ne? Und ja, was kann man alles machen? Der Kofferraum lässt sich öffnen, meine Lieben. Schiebedach, Türen, Motorhaube, Seitenscheiben lassen sich ebenfalls öffnen. Rückbank lässt sich umklappen, schauen wir uns nachher alles noch mit an. Beifahrerscript ist mit verbaut, ne? Beim Einsteigen schauen wir uns natürlich auch wieder den Spiegel mit an. Ja, es gibt eine Anhängerkupplung, die ist mit dabei. Mehrere Designs sind wieder wählbar. Panoramadach ist mit dabei, kann man sich auch konfigurieren, ja, und verschiedene optische Pakete sind natürlich mit verbaut worden, Felgenfarbe, drei Motorkonfigurationen gibt es, ja, es gibt dynamische Blinker, Rundumleuchten gibt es ebenfalls und man kann natürlich auch etwas in den Kofferraum packen, ja. Was gibt es weiterhin zu sagen? Der Mod ist 111,360 MB groß, jeweils mit Simple IC bzw. mit Interactive Control. So, jetzt wollen wir uns das gute Stück auch mal anschauen und deswegen schauen wir ganz einfach mal rein in den Händler. Und da seht ihr hier wieder Booty TV PKW diesmal. Schauen wir uns an. Einmal haben wir den VW Tiguan 2020. Dieser ist mit Interactive Control und einmal haben wir den Tiguan 2020 mit Simple IC. Ja, das seht ihr dann einfach hier. An sich sind diese Mods baugleich, ja, von der Ausstattung her, von der Anwählthematik her. Werden wir uns das gleich anschauen. Wir werden aber erstmal hier reinschauen und das ist das gute Stück mit Interactive Control. Was können wir ja zum einen machen? Zum einen können wir uns ein ziviles Fahrzeug generieren. Und haben Motorausstattung mit 150 PS, dann mit 200 PS und mit 245 PS. Ja, das ist quasi volle Hütte. Das lassen wir mal. Felgenfarbe kann man einmal einfarbig anwählen oder zweifarbig. Ich finde zweifarbig immer sehr schön. Dann gibt es Designpakete, deswegen werden wir das Ganze jetzt mal so machen. Das ist einmal so das Grundpaket, ja. Dann sieht er so aus, wie er aussieht. Ne? Und dann haben wir einmal das Active-Paket. Da seht ihr schon, im Gegensatz zum Grundpaket, sieht dann die Front schwarz lackiert aus und auch hier unten. Ja, so, wenn wir weiterschauen. Es sind auch natürlich die Scheiben hier hinten etwas getönt dann, ne? Wenn ihr das mit seht. Wenn wir weiterschauen, haben wir natürlich dann Black Style, das beinhaltet, dass hier vorne das weiß ist, hier natürlich auch mit weiß. Es werden schwarze Nuancen gesetzt, wie man das hier vorne so schön sieht, ja. Die Spiegel sind schwarz, auch hier, das ist mit schwarz und ebenfalls hier vorne, das ist mit schwarz. Dann haben wir das Ganze wieder im Grundpaket, ja. Wir werden aber, warte, wir haben Seriendach, ach ja. Ja, Grundpaket haben wir fertig. Wir werden aber hier das Black Style Paket nehmen. Genauso wollte ich es machen. Und dann haben wir hier die Dachoption. Haben wir einmal das normale Dach ohne alles drum und dran. Dann haben wir einmal dieses Black Style. Dann seht ihr schon, ist das Ganze schwarz zu halten. Ja, hier wunderschön. Gefällt mir. Gefällt mir wiederum richtig gut. Und dann haben wir einmal Panoramadach. Ne? Gefällt mir auch sehr gut. Ganz Sternenhimmel mal ne, mit dem heutigen Vibe dann anschauen. Oder weniger. Und das Ganze gibt es natürlich dann auch im Black-Style-Format. So würde ich mir das auswählen. Natürlich kann man auch wieder hier hinten, wie ihr seht, ist noch nichts dran. Aber man kann die Anhängerkupplung mit dran machen. Und das machen wir natürlich. Ne? So ein Anhänger ist nie verkehrt. So, was können wir noch machen? Wir können natürlich die Hauptfarbe wieder wählen. Wir haben eine riesengroße Farbpalette. Wenn die Farben, sage ich gleich, weil ich anders aussehen als bei mir. Das liegt einfach daran, ich benutze einen Shader. Ja, das einfach bloß mal so zu Informationszwecken.
Wir nehmen aber, weil mir das recht gut gefällt, wir nehmen das Jens Grün Setin, ja, und ja, das hat was. Das hat was. Auf jeden Fall, das hat was, ja. Bei der Felgenfarbe gibt es das ebenfalls. Haben wir eine schöne Farbpalette. Da würde ich diese auch so wählen. Oder wartet mal, wir machen das mal anders. Wir machen die mal hier tiefschwarz neu. Ja. Und Felgenfarbe 2 machen wir das Jens Setin. Ja, so sieht das doch schon schöner aus hier, ne? Wunderbar. Und Bremssattelfarbe können wir uns natürlich ebenfalls mit auswählen. Die machen wir rot. Ja? So, wunderbar. So sieht das Gefährt im Normalfall aus. Ja, so haben wir das gestaltet. Und wenn wir jetzt aber hier oben, wenn ihr zugehört habt, haben wir einmal die Zivilvariante. Ja, und wenn wir das Ganze einfach mal umblenden, dann haben wir Bauhof Stani. Ja, Stani, grüße ihn raus in diesem Sinne. So, was haben wir hier? Natürlich, Bauhof sagt schon, ne, ist ein Bauhof-Fahrzeug, ist RP-technisch richtig, richtig geil. Die Fahrzeuge kommen wir auch gleich drauf an, warum, wieso, weshalb. Und so könnt ihr euch das Ganze dann auch auswählen. Hier muss man sagen, kann man sich den Style mit der Beklebung nicht auswählen, aber wenn wir hier drauf gehen und hier auf Bauhof gehen, dann können wir Folierung anwählen und da haben wir auch einmal Bauhof Stani, ja, und einmal mit nichts. Ansonsten sind diese Mods, wie gesagt, baugleich. Ja, und nun schauen wir uns das Ganze, die brauchen wir auch, aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns das Ganze natürlich auch mal live und in Farbe an. So, woran erkennt man den Unterschied, ob Interactive Control oder Simple IC? Ganz einfach. Wir haben zu meiner linken Seite das Interactive Control. Ja, das erkennt ihr hier dran, an dem wunderbar blinkenden kreisrunden Schlüssel. Und zu meiner rechten haben wir Simple IC. Das erkennen wir daran, dass wir hier die schönen X haben. Deswegen, wir machen das mal auf. Die Tür lässt sich öffnen. Die Hintertür lässt sich öffnen. Die Heckklappe lässt sich öffnen. Ja. Wir können natürlich auch hier wieder öffnen und hier wieder öffnen. So, was können wir noch machen? Wir können das hier hinten wegnehmen. Wir klappen einmal um. Eine Seite der Rückbank finde ich sehr, sehr gut für AP. Und die zweite Seite der Rückbank. Und dann könnt ihr auch eine Palette reinlagern. Oder wie in meinem Fall, ihr nehmt euch einfach ein paar Säcke, ja, Säcke Kalk. Ja, und legt die ganz einfach hier hinten mit rein. So, zack. Nehmen wir dann den hier noch. So, die gehen dann mit rein. Sehen sie nicht schön aus? Schnucklig. Schnuckliche Fahrzeuge. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. So, dann legen wir den hier noch mit rein. Zack. Schmeißen wir einfach so mal mit rein. Schmeißen wir jetzt einfach mal hier hinter. So, und den nehmen wir auch mit. Denn die vier wollte ich dort einfach mal reinpacken, um euch das Ganze natürlich auch zu zeigen. So, komm jetzt. So. Wie es immer so schön ist. Gut Ding will Weile haben, aber wir beeilen uns schon. So, laden wir das ganze Ding rein. Zack. Und denn es gibt ja noch mehr zu sehen. So. So gut, so schön, so wunderbar. Können wir das hier reinlegen. Und jetzt können wir nämlich hier rangehen und machen einmal. Ja, und das Ganze ist gesichert. Ne? Also die Ladung ist gesichert. Können wir hier wieder zumachen. Ja, einmal und können dann natürlich auch hier wieder zuklappen und ihr seht, das Zeug liegt drinne, wunderbar, ja, einwandfrei. Aber wir müssen natürlich auch mal hier noch die Beifahrertür zumachen und dann werden wir jetzt, bevor wir losfahren, natürlich auch mal nach dem Motor schauen. Deswegen machen wir vorne mal kurz auf, denn meine Lieben, die Motorhaube lässt sich auch hier öffnen. Alles schick, schön und lässt sich hier natürlich auch wieder schließen. So, wenn wir einsteigen, schauen wir, ich steige nochmal aus. So, wie ihr seht, die Spiegel, warte mal, ich mache mal hier zu, sieht man es besser. Die Spiegel, meine Lieben, klappen auf, so sieht es von innen aus. So klappen sie ein, so sieht es von außen aus. So, deswegen seht ihr nochmal hier, wie die Spiegel sich ausklappen. Wirklich sehr schön gemacht, ja. Und man muss natürlich auch sagen, Licht, ja, dann Blinker, funktioniert, wenn ihr euch das hier anschaut, ne, ist sehr schön gemacht, auch hier. Auf der rechten Seite funktioniert wunderbar und die Warnblinken ist natürlich auch an den Spiegeln animiert, ja, und natürlich auch an den Lichtern vorn. Finde ich sehr geil, ja, wunderbar, sieht man, gefällt mir richtig, richtig gut. Aber schauen wir natürlich auch mal nach innen, was können wir innen alles machen. Wir können zum einen
Fenster heben und senken, ja, ist ganz klar. Zum anderen können wir Fußraumbeleuchtung anmachen und können sie wieder ausmachen, ja, und können dann auch hier hinten die Tür zum Beispiel öffnen und schließen und können auch hier Scheibe hoch und runter. Das lässt sich natürlich auch hier machen, ist ganz klar. Ja, alles schick, schön soweit. So, das natürlich zu diesem Fahrzeug. Und jetzt kommen wir zu dem Interactive Control. Ich habe euch jetzt gerade gezeigt, die normale Bedienvariante des, sag ich mal, Zivilfahrzeuges. Und wir schauen uns jetzt natürlich einfach auch mal die Variante des Interactive Control an. Ja, machen wir hier wieder die Tür auf. Geht natürlich alles, machen wir auch wieder mit auf. Hier, und wir können natürlich auch hier hinten runter machen. Wir können hier mit aufmachen. Wir können hier mit aufmachen. Und auch hier lassen sich die Sitzbänke umklappen. Ja, so. Können wir natürlich auch alles machen, und die Heckklappe machen wir auch wieder zu, denn ich möchte euch natürlich hinten das Ganze auch noch mal zeigen. So, mal erstmal alles auf und machen wir wieder alles zu. Man muss ja auch prüfen und testen, ob das alles so funktioniert. Ne, ist ganz klar. Auch hier geht ihr mit an die Seite ran, könnt dann hier vorne die Motorhaube, wenn das dann richtig, wenn er dann einfach mal auf die Maus drückt, ja, so, genau, dann springt nämlich auch die Motorhaube auf, und dann könnt ihr hier vorne die Motorhaube öffnen, und dann geht das Ganze natürlich auf und wieder zu. So, jetzt steigen wir ein. Ein weiter, komm her. So, rein dort. Und ihr seht, auch hier öffnen sich wieder die Spiegel. Ja, so schick, so schön, so selbsterklärend. Machen wir hier die Tür zu. Hier können wir natürlich auch wieder die Scheibe öffnen. Beim Beifahrer können wir die Scheibe öffnen. Wir können hinten die Scheibe öffnen, und wir können natürlich auch auf dieser Seite die Scheibe öffnen. Was können wir noch machen? Wir können hier das Licht anschalten, an und aus, ja. Wir können hier wieder Tempomat einschalten. Dann seht ihr, ist natürlich auch der Gang aktiviert, wenn ihr das hier seht, ne? Das bewegt sich alles. Und wir können natürlich auch Warnblinker anmachen, ja. Dann gehen wir nochmal raus, sehen wir das Ganze auch wieder, wie sich das Ganze hier animiert bewegt, ja, bei den Lichtern, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr gut. Ist wirklich sehr gut gemacht, sieht sehr, sehr gut aus, ne? Und wenn wir da wieder reinschauen, machen wir hier das Ganze natürlich aus. Hier können wir natürlich auch wieder Innenraum, also Fußraumbeleuchtung an- und ausschalten. So. Wir können hier Scheiben hoch und runter machen, ist ganz klar. Ja, auch hinten ist dasselbe in grün. Auch wenn wir uns hier rumdrehen, müssten wir... Ja, nee. Na ja, gut, ist die Position ein bisschen doof. Aber wir können natürlich auch am Dach noch was machen. Wir haben ja hier das Panoramadach, wie ihr seht. Wartet, näher ran geht's nicht. Aber wir können einmal das Dach ausschieben und das Dach wieder reinfahren. Und jetzt kommt was richtig Geiles. Das muss man aufpassen. Und zwar können wir das Panoramadach öffnen. Habt ihr gesehen? Ich zeig's euch auch mal von außen. Das funktioniert. Das funktioniert richtig, richtig gut. So, machen wir doch mal das Ganze. Und dann wird es ausgehoben, hintergeschoben. Richtig, richtig geil. So, können wir natürlich wieder zumachen. So, wunderbar. Aber es ist ja noch nicht alles. Es ist ein Baustellenfahrzeug, und ein Baustellenfahrzeug braucht natürlich auch eine Rundumleuchte. Deswegen klicken wir einfach hier drauf. Und da haben wir die Rundumleuchte hier vorne dran. Und wenn wir diese einschalten, diese funktioniert natürlich auch, ne? Leuchtet alles wunderbar, alles schick schön. Und wenn wir die Lichter anmachen, seht ihr natürlich auch hier alles schick schön. Ja, so, das dazu. Aber wir wollen natürlich auch mal sehen, wie das Ganze so funktioniert. Ja, deswegen einsteigen. Tür zu. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ja, ich würde mir erst so diese Variante holen. Von dem Tiguan, ja. Hätte ich es zu dicke, wüsste nicht wohin damit, würde ich sagen, okay, in dieser Farbgebung, nur mit schwarzen Felgen, würde ich mir den holen. Ja? So, der hat natürlich volle Hütte, und was machen wir, wenn die Fahrzeuge volle Hütte haben? Wir nehmen Anlauf. Wir wollen ja auch sehen, was kann das Fahrzeug, ne? Wir wollen ja auch sehen, was kann das Fahrzeug spitze. Und deswegen werden wir uns hier positionieren.
Und nebenbei, meine Lieben, wenn ihr euch fragt, wo gibt es diesen Mod, ist ganz einfach unten in die Videobeschreibung schauen. Da findet ihr direkt den Weg zum Discord von Brudi TV, vom Modding Team. Da ist alles beschrieben. Gebt euch dort die Rolle. Dann seht ihr auf der linken Seite, wo es die ganze Mod gibt. Und da gibt es die natürlich alle auch zum Download. Und es gibt auch einen Support direkt bei Brudi TV. Wenn ihr Fragen habt zum Mod, wenn es irgendwelche Probleme gibt, Schwierigkeiten etc. pp. Einfach einmal ein Ticket eröffnen und dann wird euch auch sofort geholfen. So, und jetzt gucken wir mal, was kann das Ding spitze? Ja, so. Wir schauen mal, wie und was und wo. Ja, wir sind bei... Ja, okay, es geht ab. Es geht. So. Man muss natürlich auch sagen, ein sehr gutes Fahrverhalten. Ja, also der liegt wie ein Brett. Ja, der liegt wie ein Brett. Kann man nicht meckern. Okay, wir kommen langsam. Na komm. Na komm. 100. Ah, nicht ganz geschafft. Nicht ganz geschafft. War eine Kurve. Aber macht definitiv Laune. Ah ja, den hätte ich schon gern im Privatgebrauch. So ist es nicht, ne? Ja, würde mir ein bisschen gefallen. Aber gut, liebe YouTuberinos, ich hoffe, euch hat die Mod-Vorstellung gefallen. Wie gesagt, das ist der Tiguan aus dem Jahr 2022. Nee, 2020, entschuldigt bitte. Ja, ist mit sehr, sehr vielen Dingen animiert. Wie bereits erklärt, schaut euch das gerne an. Gönnt euch diesen Mod. Ich kann euch ihn definitiv empfehlen. Er hat auch absolut keine Fehler. Ja, fehlerfrei. Könnt ihr problemlos auf dem Server schmeißen und Spaß damit haben. Und ich sage danke, dass ich mich vorstellen darf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.